An einem äußerst idyllischen Ort, dem nordirischen Enniskillen, wurde heute um die Lösung eines Konflikts in einem ganz und gar nicht friedlichen Land gerungen. Der nicht enden wollende Bürgerkrieg in Syrien, der die Teilnehmer der G8-Konferenz wie in alten Zeiten entzweit, in Ost und in West. Die Stimmung zwischen Russland und den USA war zuletzt so eisig wie seit langem nicht mehr. Wladimir Putin unterstützt den syrischen Präsidenten Assad. Barack Obama will den syrischen Rebellen Waffen liefern und baut auf die Hilfe der Europäer. Doch längst nicht alle wollen da mitmachen, auch die Deutschen nicht. Und weil Assad das weiß, schickte er heute Grüße auf seine Art an die Konferenzteilnehmer. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte er, die Europäer würden den Preis für Waffenlieferungen im eigenen Land zahlen. Über schier unüberwindbare Gräben beim G8-Gipfel berichtet Uwe Schwering. Könnten Sie einen Friedensplan malen für Syrien? David Cameron und Barack Obama wären schon fast am Ziel. Syriens Zukunft wäre bunt und sorgenfrei. Realpolitik allerdings sieht anders aus. Russlands Präsident Putin liefert Waffen an Syriens Präsident Assad. Und nach dessen mutmaßlichen Giftgaseinsätzen tendiert jetzt, trotz aller Freundlichkeiten, der G8-Gastgeber dazu, umgekehrt die syrische Opposition mit Waffen zu bestücken. Wir haben noch nichts entschieden, aber wir müssen dafür sorgen, dass es eine Friedenskonferenz gibt und einen Übergang, sodass das syrische Volk eine Regierung bekommt, die es vertritt und nicht eine, die es abschlachtet. Für Deutschland schließt Angela Merkel Waffenlieferungen aus, schon aus rechtlichen Gründen. Doch auch für eine Lösung am Verhandlungstisch spricht aus ihrer Sicht nicht viel. Die Tatsache, dass der UN-Sicherheitsrat so gut wie keine gemeinsame Position gefunden hat, ist immer wieder eine Ermutigung, auch für das Assad-Regime einfach weiterzumachen. Und je mehr Einigkeit erzeugt werden kann in der Welt, umso besser. Aber das ist nicht ganz simpel. Putin gegen alle. Mit seiner Haltung ist er in etwa so isoliert wie das Luxus-Golf-Hotel, in dem die Politprominenz tagt. 5 Sterne, tolle Aussicht. Hinter 7 Kilometern Klingendraht. Trade Tax Transparency, Handel, Steuern, Transparenz. Auf diese griffige Formel wollte Cameron die Jahreshauptversammlung der Mächtigen bringen. Jetzt kapert der Bürgerkrieg in Syrien die Agenda und seinen Auftritt. Und so geht am Abend Obama mit Putin in den Clinch. Die Strategie, Russland klarzumachen, dass Assad politisch auf Dauer nicht überleben kann. Doch Putin mauert. Natürlich decken sich unsere Meinungen nicht, aber wir alle wollen die Gewalt in Syrien stoppen und die Parteien zu Verhandlungen drängen. Doch wie, das sagt er nicht. Aber gibt's nicht auch was Positives? Doch. Obama und Europas Spitze wollen endlich die größte Freihandelszone der Welt auf den Weg bringen. Ein möglicher Treibsatz für Wirtschaftswachstum. Diese potenziell bahnbrechende Partnerschaft würde unsere Beziehungen weiter vertiefen. Exporte würden steigen, Handelsbarrieren fallen und Hunderttausende Arbeitsplätze gesichert. Auf beiden Seiten des Atlantiks. Den ersten Tag des G8-Treffens beschließt ein Arbeitsessen zur Außenpolitik. Die Themen Iran und, richtig, Syrien. Ulrich Deppendorf beim G8-Gipfel in Nordirland. Obama und Putin wollen also jetzt doch gemeinsam auf Verhandlungen dringen. Ist damit der offene Streit beendet? Gibt es da eine Annäherung in der Syrien-Frage? Man hofft das zumindest. Es sieht im Moment noch nicht ganz danach aus. Im Augenblick sitzt man ja zusammen und wie ich aus Regierungskreisen gehört habe, vor wenigen Minuten hat man jetzt das Thema Syrien angegangen. Es geht einmal um die Giftgasvorwürfe und es geht natürlich auch um die Möglichkeit, doch noch eine zweite Genfer Konferenz hinzubekommen. Das wäre, wenn Putin da mitmacht, eine Art von Kompromiss, dann könnte man dort weiterreden. Aber im Moment ist es in der Tat so, es ist ein Duell zwischen Wladimir Putin und den anderen 7. Das hatte so auf einem G7, aber auch auf einem G20-Gipfel noch nicht gegeben. Für große Aufregung sorgte heute aber auch die Nachricht, dass vor 4 Jahren die Teilnehmer eines Gipfels in London vom britischen Geheimdienst ausspioniert wurden. Wie fanden die eingeladenen Staaten das denn? Es waren sogar streng genommen 2 Gipfel. Einmal der G8-Gipfel, G20-Gipfel im Sommer und dann im Herbst ein Finanzministergipfel in London. Da war man not amused hier. Die Russen waren ganz besonders verstimmt darüber. Deutsche Regierungskreise sagt, naja, da haben wir eigentlich mit gerechnet, damit muss man rechnen bei solchen Gipfeln, dass man da abgehört wird. Wir machen das natürlich nicht. Also man hat das eher gelassener genommen, aber man war schon doch etwas verstört, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ulrich Deppendorf, vielen Dank für die Informationen vom G8-Gipfel in Nordirland.